Moin Moin zusammen. Heute reparieren wir ein BMW E36 Kombi-Instrument. Schon etwas älteres Modell, ist aber immer noch recht beliebt und häufig fallen bei diesem Instrument die Pixelsegmente aus. Im Display kann man hier ganz schön sehen. Und man muss kein neues Instrument kaufen, kriegt man fast kaum noch. Kann man gut reparieren. Jetzt zeige ich euch genau wie. Stecker ab. So, hier haben wir 5 Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5. Alle Torx 10. Dann ziehen wir das Gerät. Noch eine Schraube vergessen? Nein. Sitzt oft ein bisschen fest oder sehr fest. So, da haben wir es. Den legen wir einfach an die Seite. Das brauchen wir nicht. Jetzt fallen auch die Schrauben raus. So. Bei diesem Instrument muss man jetzt die Platine abheben, weil wir dahinter an die Kontakte müssen, auf die Rückseite der Platine. Jetzt ist es bei dem speziell, der ist mehr oder weniger verklebt. Das sind hier so, ist mit dem Kunststoff verklebt, ein bisschen aufgewölbt. Da, da, hier, hier, hier. Diese drei auch. Und die muss man alle lösen, aufbohren in dem Fall. Das mache ich hier einfach mit einem 10er Bohrer. Gehen wir hier rein. So. Hier kann man es genau sehen. Nicht zu tief, nur so leicht, dass sich die Wulst löst. Hier noch vorsichtiger sein. Hier ist die Platine darunter. Das muss der letzte sein. So, sieht gut aus. Hat man sich den Arbeitsplatz ein bisschen eingesaut. So, jetzt können wir das einfach abheben. Den hier oben auch. Ein bisschen wackeln. So, jetzt hebeln wir vorsichtig die Platine hier ein bisschen raus. Sitzt natürlich ein bisschen fest. So ein bisschen aufpassen. So, da kommt sie. Mal ein bisschen wackeln. So. Hier genauso. Da müssen wir erstmal hier hinten die Verriegelungsclips lösen an jeder Ecke. So kleine Nasen, so Haken, die man zurückdrücken muss. So, dann gehe ich erstmal hier mit dem kleinen Schraubendreher hier rein und drücke auf den Stecker und halte die Finger hier am Rahmen, dass ich hier so ein bisschen Druck aufbauen kann und den dabei wegdrücken. Der Stecker ist jetzt ein bisschen runtergerutscht, wie man sieht.
So, gehen wir zum nächsten. Druck aufrechterhalten. So, der ist auch schon ein bisschen gekommen. Kann man hier schon mal ein bisschen ziehen. So. Gehen wir zum weißen Stecker. Ist ein bisschen fummelig bei diesem. Hier oben noch richtig fest. Ah, ich habe einen vergessen. Okay. Kein Wunder, dass du so fest sitzt. Ja, wie ihr seht, passiert auch mir ab und zu noch mal, dass ich einen Teil vergesse. Da ist die Platine. Der Deckel kann weg. So, unser Problem sind jetzt diese Kontakte. Kann man hier auch schon schön sehen. Sind auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen oxidiert. Und wenn man genau hinschaut, wird man dann mit der Lupe auch die kalten Lötstellen sehen. Und diese Kontakte kommen hier an. Jedes einzelne ist ein Kontakt. Und dadurch haben wir die Schwäche auf dem Display. Gut. Da löten wir jetzt jeden Pin einzeln nach. Ich nehme ein bisschen Flussmittel. Und dazu mache ich die Absaugung natürlich an. Und ich arbeite mit Lupe, damit ich das ein bisschen besser sehen kann. So. So, fertig. Jetzt gehe ich natürlich noch mal mit diesem Leiterplattenreiniger drüber. Reinige die Kontakte noch mal komplett. So. Absaugung kann weg. So, jetzt kann man schön bei dem schon mal prüfen, ob die Reparatur erfolgreich war. So, Zündung an. So, und wie wir sehen nichts. Beziehungsweise wir sehen was, also ich sehe was, aber hier ist die Lampe durchgebrannt. Hier sind zwei Lämpchen drin. Die nehmen wir mal raus. Zündung aus. Eine neue rein. So, da ist es. Alle Pixel sind wieder da. Dass die Lampe mal durchbrennt, passiert immer mal durch Spannungsspitzen, wenn man an- und ausmacht. Oder wenn man den ins Auto wieder einbaut, kann das schon mal passieren.
Also vielleicht sollte ich auch ein paar Lampen parat haben. So, Reparatur erfolgreich. Jetzt bauen wir es wieder zusammen. Wieder über die Löcher ein bisschen festdrücken. Kann man auch noch mal ein bisschen mit dem Mini-Kuhfuß nachhelfen. So. Klick. So, sitzt gut fest. Obwohl die Verriegelungen hier jetzt die Wulsten nicht mehr da sind, die Platine hält wirklich stabil hier drin, allein schon durch die Clips. Wenn ihr es wollt, könnt ihr nachher nochmal hier, ich mache das mit dem drauf, dann zeige ich euch das. So, sitzt eigentlich bombenfest schon. Da auch. So, wenn man will, kann man hier nochmal mit einer Heißklebepistole auf jeden Punkt nochmal was draufsetzen. Aber in meinen Augen ist es jetzt nicht nötig. Es kommt ja auch genau hier rein. Die sitzen ja auch nochmal geklemmt. Hier ist überall Druck drauf, es wird verschraubt. Kann man so lassen. So, vorsichtig einen Deckel drauf. Unsere Schrauben noch mal rein und dann sind wir so gut wie durch. So, machen wir einen kurzen Abschlusstest. Man sieht, alle Pixel sind da. Wunderbar. Dann reinige ich noch mal das Glas. So, Operation erfolgreich. E36 Kombi-Instrument ist wieder wie neu. So, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne auf Abonnieren klicken. Oder auf unsere Homepage gehen, da könnt ihr dann die Reparatur bestellen, falls ihr euch das nicht selber zutraut. Für die Freaks unter euch, die das können, klar, gerne macht es. Und an die sich nicht trauen, kommt bei uns in den Shop und ordert die Reparatur. Wir machen das dann für euch. Okay, danke, ciao.